richtig einstellen. Ich habe es hier so die vorderste Schraube und dann so befestigt. Aber richtig einig, halt zu Grad. Circa. Und am vorderen schön. Ja, grundsätzlich schaut so eine Woche relativ intensiv aus. Es sind einige Krafteinheiten und Intervallformen, speziell jetzt zu dem Zeitpunkt. Und da bietet sich so ein Nachmittag am Mitte der Woche, meistens dann eben am Mittwochnachmittag, an, dass man was Alternatives anbietet. Wir sind jetzt da in Ebensee auf der River Wave. Ein bisschen was für den Spaß, was für die Gruppendynamik und koordinative Fähigkeiten, Fertigkeiten ein bisschen schulen. Und das ist der Hintergedanken von so einer regenerativen, unter Anführungszeichen, Einheit. Ja, es war voll lässig. Es ist sehr spannend. Der erste Versuch war natürlich, man weiß überhaupt nicht, was auf einem zukommt. Man vermutet, dass man gutes Gleichgewicht braucht. Bei mir hat es eigentlich ganz gut funktioniert, dass ich gleich einmal gestanden bin. Aber ja, man macht schon ein paar Abwürfe ins Wasser und ja, war echt eine coole Einheit. Was ganz wichtig ist, ist einmal eine gute Balance, Gleichgewicht und natürlich einen guten Rumpf. Also ich empfinde, dass der ganze Körper wirklich zusammenarbeiten muss, dass man da gut da steht und natürlich dann das Gefühl am Wasser, wo der Scheitelpunkt ist, dass man nicht zu weit nach hinten kommt, dass man eben ins Wasser fällt, sondern wirklich nur auf der Welle bestehen kann. Und ja, es ist echt ganz spannend und auch koordinativ. Ja, mir hat es wirklich riesen Spaß gemacht. Also es war wirklich wieder ein neues Erlebnis für mich, wo man einfach mit dem Gleichgewicht spielen hat können. Am Anfang ist es gar nicht so leicht, bis man da mal ein bisschen die Balance hat. Und wenn man dann das Fahrgefühl ein bisschen raus hat, dann macht es unglaublich viel Spaß, wenn man merkt, mit der Welle mitzugehen, da die Dynamik zu spüren und ja, einfach einmal eine Abwechslung zum normalen Trainingsalltag.